Hallo zum neuen Video. Heute mal etwas Größeres hier wieder auf der Werkbank. Ein Werkzeugkasten, eine Toolbox. Kommt von Parkside, gibt's bei Lidl. Wenn du sowas brauchen kannst, solltest du jetzt nicht abschalten. Ja, wer Werkzeug hat, der muss es auch irgendwo reintun. In der Werkstatt bieten sich dafür natürlich dann Schubladen und French-Klietwände etc. an. Aber dazu müsste natürlich auch Platz haben. Manch einer hat das nicht. Und der benötigt dann solche althergebrachten Werkzeugkästen. Die gibt es ja schon seit Urzeiten. Sind natürlich auch für die Leute gedacht, die jetzt unterwegs sind auf Montage oder sowas für Handwerker. Oder wenn ihr irgendwie bei den Freunden mal aushelfen wollt, ein paar Werkzeuge reinschmeißen möchtet etc. Da bietet sich sowas natürlich an. Kosten tut das Ganze etwa 20 Euro. Ich verlinke euch das Produkt natürlich unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch den tagesaktuellen Preis dann jeweils natürlich mal anschauen. Ja, die Maße der Kiste sind 53 cm an Länge, 22,5 cm ist das Ganze hoch und 21 cm ist das Ganze breit. Sieht so aus. Hier seht ihr auch nochmal, wie das Ganze hier verarbeitet ist. Wir haben hier zwei Trägergriffe mit dran, die wir auch komplett abklappen können. Logischerweise, das Gewicht der Kiste ist auch schon leer, nicht ganz leicht. Wir haben hier etwa 3,7 Kilogramm. Das Material, aus dem die Kiste besteht, steht einfach nur Stahl mit dabei. Vier leicht ausziehbare Fächer und ein tiefes Bodenfach sind daran enthalten. Eine Vorrichtung für ein Vorhängeschloss ist hier ebenfalls enthalten. Gucken wir uns gleich an, wenn ich es mal aufmache. Und ein Vorhängeschloss ist natürlich nicht enthalten. Das müsst ihr separat kaufen. Kann ich euch aber auch mal unten ein paar passende dazu verlinken. Ja, wer solche Werkzeugkisten schon kennt, der weiß, es gab immer früher Probleme damit mit dem Ausziehen dieser Kisten. Das heißt, die haben dann gehangen und sind dann verrostet und dann gingen die nicht auf und dann hat man sich unwahrscheinlich einen abgequält, um diese Kisten dann aufzubekommen. Wir können uns ja mal hier erstmal den Boden angucken. Das ist hier normaler Stahlblechboden. Da gibt es keine extra Abstandsklötze oder irgendwas dafür. Wer möchte, kann sich da vielleicht noch ein paar Gummifüße oder ähnliches untermachen. Vielleicht auch Filzgleiter, wenn er das irgendwo auf Fliesen stellen wollt oder sowas. Das bietet sich dann natürlich an. Denn wenn da drunter mal irgendwie ein kleines Steinchen ist und ihr zieht das, wenn ihr das gewerblich nutzt, zum Beispiel beim Kunden über den Boden, der wird sich natürlich dann bedanken. Also macht hier vielleicht noch irgendwas unter. Dann ist das auch nicht so laut, wenn er die Kiste dann absetzt. So, dann mal jetzt von oben betrachtet, sieht das Ganze so aus. Wie gesagt, diese Henkel, die können wir hier dann zur Seite klappen. Kann euch da auch nochmal eine Empfehlung geben, speziell für den Winter. Es gibt ja diese kleinen Rohrummantelungen im Baumarkt. Die könnt ihr hier vielleicht drum kleben, dann ist das Ganze noch so ein bisschen isolierter. Die gibt es in verschiedenen Wandstärken auch. Also nehmt da irgendwo was Dünnes und dann habt ihr gleich hier nochmal einen gefederten Griff, der dann auch nicht ganz so kalt wird. Wie gesagt, wenn das Ding dann irgendwie im Keller steht oder sowas, dann kann sowas natürlich unangenehm kalt werden. Oder wickelt da einfach ein bisschen Isolierband drum, das tut es natürlich dann auch. So, ihr seht schon, das geht hier wirklich leicht von der Hand weg, diese ganzen Griffgeschichten, also die können wir prima hier umlegen. Ist natürlich auch so, dass die allerdings hier an den Seiten anschlagen. Das ist natürlich nicht so schön, denn irgendwann geht da der Lack ab und da fängt es dann natürlich als erstes an zu rosten. Deswegen überlegt euch da vielleicht auch irgendwas, vielleicht auch nochmal ein Isolierband bis hier um die Kurve rumziehen. Dann ist das auf jeden Fall etwas geschützter. Aufmachen tun wir es, indem wir es einfach aufklappen. Ihr seht dann auch gleich hier dieses Loch hier oder diese beiden Löcher ist ja in dem anderen Blech auch mit drin. Das dient dann dafür, um das Ganze dann zu verschließen. Einfach den Bügel hier vom Schloss drumlegen und dann ist das verschlossen. Lässt sich wirklich leicht aufklappen. Ihr habt das gesehen und dann kann ich hier das Ganze dann aufziehen. Das funktioniert auch recht leicht, muss ich sagen. Ihr seht schon, hier sind Hinweisschilder angebracht. Maximal 2 Kilo pro Schublade sollen hier eingelegt werden. So ist es dann, wenn es offen ist. Und unten sollen maximal 5 Kilo rein. Und dann wisst ihr auch, was ihr hier mit der Kiste maximal transportieren könnt. Das sind dann nämlich 13 Kilogramm. Ja, unten würde ich Hammer reintun etc. Und hier oben ein paar
Materialien vielleicht, Lüster oder ähnliche Klemmen dann oder ein paar Kleinteile, Schraubendreher, Zangen etc. Das könnt ihr euch dann alles so aufsortieren, wie ihr das wollt. Ich kann ja hier mal so eine Zange mal reinlegen. Nehmen wir einfach mal hier so eine, dass ihr das mal vom Größenverhältnis hier seht. Nehmen wir mal ein bisschen größeren Schraubendreher von mir aus. Hammer habe ich auch hier einen da. Also da passt schon ordentlich was rein. Brauchen wir natürlich noch einen Zollstock. Und ihr seht schon, da ist ordentlich Platz. Also ich kenne diese Kisten eigentlich etwas kürzer. Diese Länge gefällt mir allerdings und das ist schon was, womit man wirklich was anfangen kann. Ja, klappen wir es mal wieder zusammen. Funktioniert einfach so, indem wir das hier zuklappen und dann können wir das zuziehen. Dann können wir das Ganze dann natürlich wieder wegtransportieren. Schauen wir es uns nochmal von der Seite an. Ihr seht schon, wie hier die Öffnungsmechanik hier designt ist. Das heißt, wir haben hier überall so eine kleine Nieten drin und die sind dann natürlich beweglich aufgehängt, so dass das Ganze dann hier recht einfach auseinandergezogen werden kann. Na, jetzt die Werkbank kurz, machen wir es mal so. So sieht das Ganze dann aus. Und ihr solltet dann hier von Zeit zu Zeit natürlich das Ganze nochmal nachschmieren, damit dann, wenn ihr auf der Baustelle seid oder so, da entsteht natürlich Staub etc. Dann bleibt das natürlich gängiger, wenn ihr das ab und an vielleicht mal mit Druckluft auspustet und dann nochmal nachschmiert. Dann habt ihr von solchen Werkzeugen natürlich länger was. Wenn wir uns schon im Discount-Bereich bewegen, dann kann man natürlich auch solche Tipps beherzigen, denn da kommt es uns ja hauptsächlich auch darauf an, Gutes für einen möglichst günstigen Preis zu bekommen. Und dann soll das Ganze natürlich auch langlebig sein, deswegen gebe ich euch diese Tipps hier mit auf den Weg. Ja, mehr kann man zu so einer Werkzeugkiste einfach nicht sagen. Ihr habt gesehen, da passt einiges rein. Die Größen habe ich euch durchgegeben. Ich habe euch ein paar Tipps an die Hand gegeben, auch was den Griff hier oben betrifft etc. Wie langlebig das Ganze ist, hängt ein bisschen von euch ab, wie ihr mit dem Teil hier umgeht und wie ihr es letztendlich pflegt. Aber ich denke mal, für viele ist das einfach nur ein Gebrauchsgegenstand. Wenn er kaputt ist, kommt ein neuer und damit hat sich das dann. Wer es anders sieht, kann es natürlich gerne anders machen. Jetzt würde mich mal interessieren, schreibt mal in die Kommentare, ob das jetzt für euch wirklich auch ein Grund wäre, solche Kisten auch zu pflegen, damit ihr länger was von habt oder sagt dann, nee, das ist mir völlig egal, ich schmeiß das Ding in die Ecke, wenn ich nach Hause komme und dann, wenn es kaputt ist, kaufe ich halt ein neues. Das würde mich wirklich interessieren. Wenn euch das Video hier ein paar Tipps vermittelt hat, wenn es euch auf eine Idee gebracht hat, euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen, nur so verpasst ihr nicht die nächsten Videos. Ich hoffe, dass ihr nächstes Mal wieder mit einschaltet und sage bis dahin.